911 goes for the Rhine. 132 that's 4 05. 9132 that's 4 05. I believe 911 goes. Good luck. Good luck. Evelyn Forever, welcome home. Information Echo it is. Defense flight over 100. Evelyn 100 with Echo. Evelyn Forever. Evelyn Forever. Over and out. Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video aus der Flugvorbereitungsserie, die ich hier mal erstellt habe für Flugschüler, damit ihr von zu Hause schon mal ein bisschen Flugplanung und Vorbereitung machen könnt. Wir wichtige Zeit in der Flugstunde also nicht mit äh, ja, diesen ganzen Vorbereitungssachen verplempern und direkt einsteigen können. Wenn ihr up to date bleiben wollt, immer wenn neue Videos äh, online kommen, eine Benachrichtigung haben wollt, dann klickt ihr eben auf Abonnieren und die Glocke, dann kriegt ihr da immer ein Update. Heute geht es weiter mit dem Thema Flugplan aufgeben. Also wir haben uns in den letzten Videos damit befasst, wie planen wir eine Strecke, ähm, dann wie checken wir das Wetter und ähm, ja jetzt äh, mal das Thema Flugplan aufgeben. Da gibt es die Seite der Deutschen Flugsicherung. Ähm, da kann man das ganz klassisch machen. Früher wurde das in Papierform ausgefüllt und dann dahin gefaxt. Heute kann man das natürlich alles online machen. Ähm, man kann auch über Drittsoftware, die man zum Beispiel fürs Tablet verwendet, hier vor Flight einen Flugplan aufgeben. Also hier ähm, hatten wir ja die Flugroute geplant mit Koordinaten. Daraus kann man dann einen Flugplan erstellen und den direkt zur Flugsicherung schicken. Wer das jetzt nicht hat, der muss das natürlich händisch ausfüllen. Ruhig auch mal machen, das übt. Ähm, da gibt es die Seite www.dfs-ais.de. Das ist ähm, die Seite der Flugsicherung. Hier könnt ihr eure Flugpläne direkt zum AIS schicken. Ihr braucht dafür einen Account. Der ist kostenlos. Da könnt ihr euch kostenlos registrieren und in eurem Account dann auch Flugzeuge zum Beispiel hinterlegen oder eure Lieblingsrouten abspeichern, dass ihr da immer die gleiche Flugplanvorlage für nehmen könnt. Wenn ich einen Flugplan aufgeben möchte, klicke ich jetzt hier auf Flugplan auf der Startseite direkt. Hier seht ihr jetzt, hier sind meine Flugplanvorlagen, die ich da irgendwann mal eingespeichert habe. Wir wollen jetzt mal einen neuen Flugplan erstellen und keine Vorlage nehmen, die Data Echo Charlie Holte Quebec hatte ich hier schon mal angelegt. Die wähle ich jetzt hier mal aus. Ähm, es soll gehen von ja, Zelle, hatten wir gesagt. Ja, wer die Kennung nicht weiß, der kann auch einfach tippen hier, so wie ich das jetzt mache. Wange Roge, dann sagt er hier EDWG. Klicke das hier eben an. Die Koordinaten fügt er automatisch dahin. Ähm, der Abflug soll meinetwegen am 14.01. sein, um. 13 Uhr UTC. Wir wollen fliegen nach Sichtflugregeln, wählen also hier das V aus. Und A des Fluges ist bei uns G Flüge der allgemeinen Luftfahrt. So, das ist eigentlich so das, äh, der Standard. Dann klicken wir hier auf Weiter. <laughs> Ein Rufzeichen. Ich gehe nochmal eben zurück. Ein Rufzeichen haben wir nicht. Das wäre jetzt der Fall, wenn unsere Luftfahrzeugkennung Delta Alpha India Mike Alpha wäre. Und äh, wir würden für die Lufthansa fliegen, dann wäre jetzt hier Rufzeichen Lufthansa DLH 123. Ähm, das haben wir nicht. Wir fliegen immer mit unserer Kennung, das ist zeitgleich auch unser Rufzeichen. Ja, jetzt hat er hier schon Daten stehen für Geschwindigkeit, Reiseflughöhe und Höchstflugdauer. Die hat er übernommen, weil ich das Luftfahrzeug hinterlegt hatte. Ja, da gibt er das also einmal ein und könnt das dann speichern. Ähm. Die Geschwindigkeit wird angegeben in Knoten bei uns. N0120 ist das Format. Das kann man so nicht wissen, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber da gibt es hier ganz cool neben jedem Feld so ein Fragezeichen. Und dann steht hier drauf, bitte geben Sie Ihre Eigengeschwindigkeit TAS. Also nicht Indicated Airspeed. Die TAS ist ja höher, wenn man ähm, dann im, im Reiseflug unterwegs ist. Das hängt ja mit der Dichtehöhe zusammen. Ähm, dann in Knoten N. 0120 eine vierstellige Zahl ja bei der Machtzahl wäre es mit einem M bei Kilometer pro Stunde mit einem K ähm, ja bei uns bei der Route Quebec liegt die True Airspeed so ungefähr bei 120 Knoten in der Reiseflughöhe die ist jetzt hier Flugfläche 65 ja wir fliegen über der Transition Altitude das heißt wir haben keine Flughöhe mehr sondern eine Flugfläche auch hier Fragezeichen klicken hilft weiter. F für Flugfläche gefolgt von einer dreistelligen Zahl. Ansonsten Angabe in Fuß über Meeresspiegel wäre dann A030 für 3000 Fuß. Und metrische Flugflächen und Flughöhen, die haben wir hier nicht. Das ist was für China und Russland. Unsere Gesamtflugdauer, da hatten wir, ähm, wir haben jetzt noch nichts berechnet, ja, das äh, nehmen wir dann aus dem Flugdurchführungsplan. Der Flugplan kommt dann eigentlich zum Schluss. Kurz vor Abflug wird er dann aufgegeben ähm, als, als letzter Punkt. Wir haben hier 110 Meilen Distanz auf unserer Strecke. Das wären eine Stunde und 24. Naja, das sind noch 110 Knoten. Ich mache da mal 120 Knoten draus. Jetzt haben wir ja allerdings das Problem, dass wir 40 Knoten Wind... Ups. 40 Knoten Wind von vorne vorhergesagt hatten. Das heißt, aus unseren 120 Knoten True Airspeed wird dann wahrscheinlich sowas wie 85, ja, 80 bis 85 Knoten Ground Speed. Und wenn ich das jetzt hier eingebe, dann haben wir 2 Stunden und 4 Minuten Flugzeit. Das ist natürlich lang, da kommt der Abflug und Steigflug noch dazu. Dann werden wir irgendwo bei 2 Stunden 10 rauskommen. Das gebe ich jetzt hier ein. Gesamtflugdauer 2 Stunden 10. Wir brauchen mindestens im VFR-Bereich 30 Minuten Reserve an Kraftstoff. Ähm, das wären also 2 Stunden 40, die wir mindestens bei Höchstflugdauer eintragen müssten. Wir tanken jetzt mal so, dass wir für 3 Stunden 15 oder naja, ich mache mal 3 Stunden draus ähm, Treibstoff dabei haben. Das wären dann so roundabout 120 Liter bei der Maschine. Ähm, ja, also hier auch nochmal 0,6. Für 6 Stunden 30. Und dann kommt unsere Route. Jetzt ist es ja so, ähm, wenn wir jetzt hier mal die Karte anschauen, ähm, das sind dann ja jetzt alles hier äh, ja, Punkte, da könnte man die Koordinaten nehmen und eintragen. Äh, man kann aber natürlich auch äh, sagen, wir nehmen äh, Flugplätze, die unterwegs liegen. Also ähm, wir können jetzt im Flugplan auch einfach sagen, wir fliegen Celle Hodenhagen, Pferden, Bremen, Wilhelmshaven und dann Wangerooge. Dann kommt die Strecke ja ungefähr genauso zustande. Das erfüllt erstmal den Zweck einigermaßen. Wir können die Koordinaten nehmen. Man könnte auch ja sowas wie Nienburg VOA mit reinnehmen oder Bremen VOA. Und ähm, ja, da wollen wir mal schauen, wie das so funktioniert. <laughs> Klicken hier mal aufs Fragezeichen. Ja, also Instrumentenflugregel, das betrifft uns nicht. Für VW sagt er, bitte geben Sie mindestens alle 30 Minuten Flugzeit oder 200 Meilen Streckenpunkte. Zum Beispiel Kennungen von Funknavigationsanlagen oder Koordinaten zur Beschreibung Ihrer Flugstrecke an. Falls Sie Notam anfordern möchten, müssen Sie mindestens einen Streckenpunkt pro durchflogene FIA angeben. Gut, wir bleiben nur in einer. Das ist also nicht so wichtig. Und dann steht hier noch ein Beispiel. Fulda... Direkt Warburg, direkt Koordinate. Es ist immer so, zwischen zwei Punkten muss immer eine Flugstrecke erfolgen. Also wie komme ich von Punkt A nach Punkt B? Es gibt nämlich auch Routen, das sehen wir hier oben zum Beispiel im Instrumentenpart. Da geht es über die Abflugstrecke Marun 1F nach Marun, dann über, den, über die Flugstrecke Y152 nach Arpec, dann über die Zulu 850 nach Ademi. Ja, das sind Flugstrecken. VFR-Flugstrecken haben wir hier ähm, so keine, das heißt, wir müssten da immer DCT für direkt eintragen. Ja, das machen wir mal. Wir fliegen also erstmal nach Hohenhagen, dann würden wir direkt nach, ähm, was hatte ich gesagt, Pferden, ED, nee andersrum, EDWV, dann geht es direkt EDDW, dann geht es direkt EDWI für Wilhelmshaven und dann sind wir auch schon da. Ähm, Ausweichflugplatz, ja, würde ich sagen, wenn unterwegs was passiert, dann gehen wir nach Bremen. Wenn das nicht wegen Wetter ist, sondern weil da irgendwie ein anderes Flugzeug auf der Bahn liegen geblieben ist, dann gehen wir einfach nach Norderney und machen uns da einen schönen Tag. Stay-Info, das ist jetzt was, wenn ihr irgendwo trainieren wollt in der Luft und Airwork zum Beispiel macht, ja, dann würde man jetzt hier reinschreiben, äh, besonderes Flugvorhaben, welches im Feld Route mit einem Stay-Indikator. Aufgeführt ist, dann würde man jetzt schreiben Stay Info 1 Request Airwork at Bremen zum Beispiel. So, und dann würde man hier über die, ähm, ja, hier zwischen äh, Pferden und Bremen oder hinter Bremen, würde man dann schreiben ähm, eine Stay Info, also ne, ne, das Wort Stay Schrägstrich 0020, ja, also 20 Minuten Airwork über diesen Punkt und dann geht es erst weiter. Dann würde sich natürlich die Gesamtflugdauer auf 2 Stunden 30 verlängern. Das muss man dann anpassen. Ja, wir wollen jetzt kein Airwork machen oder so. Wir fliegen einfach direkt. Dann geht's weiter mit der nächsten Seite. Personen an Bord. Wir haben ja gesagt: Familienausflug, zwei Erwachsene, zwei Kinder, also vier an Bord. Verantwortlicher Luftfahrzeugführer. Da kommt euer Name rein oder wenn es ein Schulflug ist, der von eurem Fluglehrer. Es sei denn, ihr fliegt solo, dann ist es euer äh, Name, der hier reinkommt. Flugzeugmuster ist jetzt hier schon hinterlegt, weil ich das Flugzeug angelegt hatte. Ähm, da aufpassen, das ist jetzt keine PA28. Die gibt es nicht. Hier kommt die IKO-Abkürzung rein. Die ist P28A für unsere Holte-Queback. Ja, also es gibt bei der Piper gibt's die A, B, R, S, T und U. A ist die Archer, die wir haben. B ist äh, die Dakota, die hat einen größeren Motor. R ist dann Einziehfahrwerk. Dann gibt es noch eine mit einem Turbolader. Ja, und wir haben die P28A. Wirbelschleppenkategorie macht er automatisch. Alles unter 7 Tonnen, was ihr fliegt, ist äh, light. Und Ausrüstung und Transponder habe ich auch schon angelegt für das Flugzeug. Ähm, das ist immer ein bisschen tricky. Da müsst ihr wirklich mal anklicken und hier ähm, ja, durchlesen. Da ist ziemlich viel Kram dabei, den wir in der Sichtfliegerei gar nicht kennen und haben. Ähm, wenn ihr Standard-Equipment habt, das heißt VHF-Funkgerät, ein VOR-Empfänger und ein ILS, dann würde man hier den Haken reinmachen. Wir haben in der Hote Quebec zwar das VHF-Funkgerät und das VOR aber haben keinen Gleitpfad, dementsprechend kein ILS, also können hier nicht Standard auswählen, sondern müssen uns das Einzel zusammensuchen. Wir haben kein äh, satellitengestütztes Landesystem, äh, kein APV, äh, wir haben leider auch kein DMI zum Distance äh, Measuring Equipment, zum Distanzmessen. Was wir haben ist ein ADF, also wir können NDBs, ungerichtete Drehfunkfeuer, anfliegen. Wir haben kein HF-Funkgerät, CPDLC, das ist ähm, Controller Pilot Data Link Communication, das ist also was aus der Verkehrsluftfahrt, wo sich äh, die Piloten beim Atlantik mit den Fluglotsen irgendwelche Freigaben austauschen können. Äh, wir haben kein Microwave Landing System, kein Instrument Landing System. Ähm, was wir haben ist, wie gesagt, das VOR, Und dann haben wir das VHF-Funkgerät, und wir haben Funk mit 8,33 Kilohertz Spacing. Also das Y. So, dann steht hier FOVY. Transponder haben wir den moziera Transponder. Früher hatte man dann Mode Alpha oder Mode Charlie, der die Höhe übermittelt. Heute wird auch unser, unsere Höhe und das ähm, Rufzeichen damit übermittelt über einen mozierra Transponder. Und ja, diese Felder hier, die sind alle für uns relativ uninteressant. Die können wir weglassen. Ähm. Suche und Rettung. Ja, also, wenn ihr dann irgendwie mal verschollen seid und man euch sucht, dann will man natürlich wissen, wenn man ein Flugzeugwrack gefunden hat, seid ihr das denn überhaupt? Und deswegen wird hier nach Farbe und Markierung gefragt. Ja, unsere Hudel Quebec, wenn man sich die mal anschaut, da würde man jetzt sagen, die ist weiß und gelb, vielleicht noch so mit einem kleinen Blauanteil. Ähm, ich würde jetzt aber einfach sagen, weiß-gelb sind so die, die Hauptfarben. Da schreibt man das so rein, white and yellow ausgeschrieben. Ähm, Notfunkfrequenz, das macht man in der Instrumentenfliegerei. Wenn man ein zweites Funkgerät hat, dann hört man immer auf der 121.5 mit, damit man da angesprochen werden kann von Lotsen, weil es man irgendwie verloren geht oder gerade mal nicht bei FIS dran ist. Ähm, wir haben aber leider nur ein Funkgerät in der Hutte Quebec. Was wir haben ist ein ILT, Emergency Locator Transmitter. Das ist ein Gerät. Das löst aus bei einem starken Aufprall und sendet ähm, ein Notsignal und den, den Standort aus, sodass quasi der ähm, Search and Rescue Helikopter uns orten könnte. Das haben wir. Wir haben keine Rettungsausrüstung für Polargebiete, für die Wüste, Maritim oder Jungle. Ja, also, wenn wir was Maritimes hätten, für einen Flug nach Helgoland, könnte man das hier ankreuzen. Äh, wir haben keine Schwimmwesten dabei. Ähm, wenn doch, dann könnte man hier anklicken, dass sie ein Licht haben oder ein Funkgerät oder fluoreszieren sind. Keine Schlauchboote dabei. Ähm, dann kommt hier noch der Name rein vom Flugplanaufgeber und eure Telefonnummer. Die muss ich hier gleich nochmal ausschwärzen, nicht dass mich hier jemand anruft. Und dann geht es hier weiter. Andere Angaben. Da könnte man jetzt, wie gesagt, nochmal ähm, schreiben, dass man Airwork requestet oder Request Crossing. Airspace Delta in Bremen. Ja, dann wissen die Fluglotsen da schon Bescheid, kriegen ja vielleicht schon mal einen Flugstreifen und Infos von euch. Ähm, einen Status haben wir nicht. Ähm, in eine andere FAA fliegen wir auch nicht. Ansonsten würde man hier anschreiben, zu welcher Uhrzeit man zum Beispiel in den dänischen Luftraum einfliegt, wenn man nach Dänemark fliegt, damit äh, da äh, rechtzeitig äh, Informationen zu eurem Flug vorliegen. Mm. Der Operator, da kann man jetzt reinschreiben, Flugsportvereinigung Zelle. Dann wissen sie, wem gehört das Flugzeug, wen müssen wir anrufen, wenn irgendwas ist und wir Fragen haben. Ähm, ja, das andere hier ist relativ uninteressant für uns wieder. Formationsflug machen wir auch nicht. Und dann wird hier nochmal gefragt nach ähm, Beratung und Meldung. Da kann ich jetzt hier anklicken, dass wir umgehend oder drei Stunden vor Abflug ein briefing haben wollen an unsere E-Mail-Adresse. Ähm, ich zeige euch aber im nächsten Video wie man das manuell ähm, bekommt, dieses notarbriefing und äh, die Statusmeldung, ob unser Flugplan denn akzeptiert worden ist, die könnt ihr hier per E-Mail und zusätzlich noch mal per SMS bekommen. Dann kriegt ihr die Info alles klar, euer Flugplan wurde angenommen oder abgeändert. Manchmal kann es auch sein, dass ähm, das AIS der Flugsicherung euch dann per Telefon zurück Ruft und euch zum Beispiel sagt, Mensch in Bremen, da haben wir heute so wenig Personal und so viel Verkehr, dieses mit diesem Airspace Data Crossing, das wird nichts, das könnt ihr euch schon abschminken. Ja, dann müsst ihr entweder planen drüber zu fliegen in Flugfläche 70, 80, 90 oder drumrum. Und ja, dann das hier ist die letzte Seite. Da könntet ihr dann euch diesen Part hier, ja, sieht jetzt aus wie Hieroglyphen, aber wenn man das ein paar Mal entziffert hat, dann weiß man das. Das ist eigentlich nur die Zusammenfassung von dem, was wir gerade aufgegeben haben. Das könnt ihr euch ausdrucken, mitnehmen für eure Flugplanung. Ja. Packt das zum Beispiel in einem Word-Dokument direkt unter das Wetter, was ihr ähm, da kopiert habt mit den Metas. Dann wisst ihr da, was ihr für Zeiten aufgegeben habt. Denn, wichtig, wenn der Flugplan nach der Landung nicht geschlossen wird, dann ähm, geht äh, Search and Rescue los. Ah, dann solltet ihr wissen, was habe ich denn eigentlich für eine Flugzeit angegeben gehabt und ähm, wann muss ich das Ding schließen. Hier seht ihr jetzt EDVC, 13 Uhr Abflug und wir hatten gesagt, in EDWG sind wir zwei Stunden zehn später. Also, wenn um 15.10 Uhr der Flugplan nicht geschlossen ist, ja, dann gibt es da noch eine Karenzzeit und irgendwann ähm, geht dann Search and Rescue los. Ja, und jetzt könntet ihr das hier absenden, kriegt dann euer Notambriefing, der Flugplan ist hinterlegt <laughs> und. Ähm, ja, dann denkt dran, dass der Flugplan, wie gesagt, geschlossen werden muss, auch geöffnet werden muss. Das macht ihr entweder über FIS, wenn ihr da reinruft und sagt, ja, wir sind vor fünf Minuten gestartet in Zelle, bitte mach mal unseren Flugplan auf. Alternativ ähm, könnt ihr das auch selber machen oder euer Co-Pilot macht das, wenn ihr am Rollheld steht und startet, dann geht er im Handy, loggt sich hier ein bei dfsis.de, dann könnt ihr hier eine Startmeldung abgeben. Ja, das sieht dann hier so aus, Luftfahrzeugkennung, von nach am so und so viel. das war unsere Startzeit, weiter und dann ist euer Flugplan aktiv. Ihr könnt natürlich auch anrufen beim AIS, das geht auch ähm, für solche Meldungen. Ihr könnt, wenn der Flug wegen Wetter jetzt morgen kurzfristig ausfällt, könnt ihr hier wieder eure Daten eingeben und äh, schickt dann eine, eine Meldung zur Streichung. Ja, also wie würde ich hier sagen, Data Echo Charlie Hode Quebec wieder von Zelle... Nach Wangeroge. Wir hatten geplant für den 14. um 13 Uhr UTC nach Sichtflug und wir wollen das bitte streichen, absenden, dann wird der Flugplan wieder gelöscht aus dem System. Ähm, genauso könnt ihr eine Landemeldung machen nach der Landung, wenn der Flugleiter das nicht macht oder ihr landet irgendwo, wo es keinen Flugleiter gibt, ähm, dann wird der Flugplan geschlossen. Es gibt eine Verspätungsmeldung, um den Flugplan nach hinten zu verschieben, wenn ihr es nicht zu eurer. Zeit, schafft zu starten. Genau. Und ähm, hier machen wir dann äh, im nächsten Video weiter mit dem Thema Notam-Briefing. Das erstmal zum Thema Flugplan. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Abonniert den Kanal, klickt die Glocke, dann kriegt ihr das Update für die zukünftigen Videos. Und bis dahin always happy landings und äh, ja bis zum nächsten Video.